Kapitel 9 von Göttern und Schicksal. Also, kommt ihr jetzt endlich? Die Antwort auf diese Frage sollte durch Taten ausgedrückt werden. Und war ein klares Nein. Stattdessen starrten die Pokémon allesamt nur verwirrt zu Flamme herüber. Was denn jetzt? Ich sagte euch, dass ich das hier mache und entgegen jeder Überraschung habe ich das auch. Können wir dann weiterreisen? Sag mal, ist das hier eine Fallade? Was soll das denn? Ich frag mich auch langsam, ob ihr mich alle verarschen wollt. Wo soll denn das Problem sein? Das Problem liegt darin, dass du anscheinend einfach ignorierst, dass der Kältekern eine Menge an Negativität ausstrahlt, der selbst eine Lebzeit voller Hass nicht standhalten könnte. Was genau bist du? Genervt bin ich gerade vor allem. Hört eigentlich auf, so einen Aufstand zu machen. Ihr übertreibt allesamt. Also, Trikefalo entschied sich auch in dieser Situation wieder für die diplomatische Lösung. Der Weg ist jetzt auf jeden Fall frei. Das ist am Ende noch das Wichtigste. Jetzt können wir den Hinterausgang nehmen. Der Wächter des Palastes kommentierte diese Ignoranz ohne Worte, sondern trat einfach schnaubend davon. Der Rest von Flammes Team schien sich auch langsam zu fangen. Führ du uns mal an, Trikefalo. Endlich mal eine gute Idee. Wenn sie noch weiter so zögerten, würde der schnellere Weg nämlich auch nichts mehr bringen. So ging es also rasant hinab. Viele Stufen am Stück. Von einem der höchsten Punkte ganz herab bis auf Bodenhöhe und bis zur Rückseite des Palastes. Wobei es schwer wäre, dies überhaupt festzustellen, wenn die Gruppe nicht wüsste, da die Landschaft sich äußerlich überhaupt nicht unterschied. Unterscheiden tat sie sich jedoch davon, wie Trikefalo sie kannte, der bisher nur das Innere des Gletscherpalastes gesehen hatte, welches offensichtlich bis auf die Existenz eines Kältekerns nicht verändert war. Hier allerdings, so schlimm ist es schon. Ihr sagt zwar, das Eis wäre geschmolzen, aber ich dachte nicht so sehr. Hier ist ja alles grün und selbst die Palastwände. Was ist das alles? So viel Chaos kann die derzeitige Lage anrichten? Dann müssen wir uns beeilen. So also begann eine weitere Wanderung. Zunächst stand wieder eine Überquerung der einstigen Schluchten an. Wobei dieses Mal jede Arbeit auf Trikefalo fiel, der sie aber auch freiwillig an sich genommen und somit Zoroark Rast gelassen hatte. Anschließend ging es weiter. Flamme, können wir kurz reden? Das Vulpix war Trikefalo die ganze Zeit nahe gefolgt. Sein Partner stand etwas weiter zurück. Nun allerdings, nach der Flussüberquerung, begab auch er sich weiter nach vorne, nur um sich nach einer Bejahung sofort wieder zurückfallen zu lassen, das Gespräch auf einem Fußtrab hinter den anderen Mon verlegend. Flamme folgte ohne Einspruch, auch wenn er während dem Zurückfallen noch eine andere Kleinigkeit erledigte. Marco! Ich bin da, Flamme. Ich bin da. Polo. Siehst du? Geht doch. Flamme, hast du das beim Kältekern eigentlich wirklich so gemeint? War das für dich wirklich so eine Leichtigkeit oder hast du dich nur tough gestellt, wie ich weiß, dass du es oft genug tust? Was habt ihr denn alle mit dieser Lage? Ich verstehe wirklich eure Probleme nicht. Warum habt ihr denn alle so viel Respekt? Wegen diesen paar Luftstößen oder was? Du hast Kyurem gehört, Flamme. Diese Windstößchen
waren erfüllt von reiner Negativität. Der Schmerz dieser gesamten Welt. Ich konnte mich der Tür kaum annähern, ohne mich extrem unwohl zu fühlen. Ein Schritt da rein und ich wäre zusammengebrochen. Und ich behaupte von mir wirklich nicht, ein allzu positives Pokémon zu sein. Ich mache mir Sorgen, wenn ich sehe, dass es dich so wenig beeinflusst. Sorgen? Aber warum? Wenn diese Energie wirklich so stark war, wie Kyurem es sagt, und wie es sich für dich angefühlt hat, dann habe ich doch nur bewiesen, dass ich eine Resistenz gegen negative Emotionen habe. Aber woher kommt so eine Resistenzflamme? Sie ist wohl kaum antrainiert. Das Einzige, was einen gegen Schmerz resistent macht, ist, diesen zu ertragen. Flamme, wir sind ein Team. Wir sind jetzt Partner. Sprich mit mir, wenn es dir schlecht geht, ja? Nein, ich meine das ernst. Ich glaube ja nicht, dass ich mich immer auf der Höhe fühle, aber mir geht's recht gut. Ich bin guter Dinge im Moment. Aber woher dann die Resistenz? Vielleicht, ich denke, es könnte vielleicht von Inferno stammen. Ich meine, es ist ja ein Teil meiner Seele und inzwischen weiß ich, er hatte bereits ein Leben vor dem als meine Flamme. Damals war er die Flamme von einem Helden, der für Omegon kämpfte. Und deswegen ist er jetzt von Hass erfüllt und will sich dafür rächen, wie sein Host und dessen Freunde benutzt wurden. Zoroark war zunächst unsicher, wie er nun auf diesen neuen Auswurf an Informationen reagieren sollte. Flamme, du weißt, ich will dir wirklich glauben, wenn es um diese Geschichte mit Inferno geht. Aber du merkst selber, wie unglaubwürdig das Ganze nach außen hin ist. Gerade da ich schon selbst miterlebt habe, was für eine Psyche in dir stecken kann, da im Canyon. Wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich das nicht ändern. Ich kann nur sagen, dass ich mich gut genug fühle. Und ich kann dir sagen, was ich selber denke. Und wenn falsch ist, was ich über mich selber denke, dann kann ich auch nicht mehr tun. Zunächst folgte keine Antwort mehr. Bloßes Blicken in die Ferne blieb. Aber auch nur für einen Moment. Na gut, dann lasse ich es erst einmal auf sich beruhen. Aber wenn irgendwas ist, dann sprich mit mir, Flamme. Ja. Antworten tat Flamme nicht. Aber er wusste, dass seine Gedanken ohnehin bekannt waren. Vermutlich. Und wenn nicht, dann könnte es auch gut sein, dass Zoroark ihm ohnehin nicht glauben würde, dass Flamme wirklich meinte, was er sagte. Stattdessen begaben sich die beiden Mon wieder an die Spitze der Gruppe. Dort, wo bereits die drei anderen Mon für ein Gespräch zusammengefunden hatten. Wobei es sich anhörte, als begann dieses Grad. Sag mal, Trikephalo, uns wurde öfter gesagt, dass du irgendwie eine Stimme des Lebens wärst. Aber was genau heißt das eigentlich? Du siehst aus wie ein normales Pokémon und du benimmst dich auch so. Kannst du uns vielleicht erklären, weshalb du so einen Titel hast? Klar kann ich euch das erklären. Es ist kein Geheimnis, was genau meine Rolle bedeutet. Es wundert mich aber ein wenig, dass ihr nicht ohnehin Bescheid wisst. Aber ich schätze, dass ich wohl die einzige Stimme des Lebens bin, die diese Rolle so offen trägt. Eigentlich gibt es uns in jedem Weltenbaum, immer in der Wurzelwelt. Also auch da, wo ihr alle herkommt. Aber im Prinzip, wie genau erkläre ich das jetzt am besten? Also, ich bin auf jeden Fall kein normales Pokémon. Genauer gesagt, ich bin gar kein Pokémon. Ich nehme nur die Form von einem an, damit ich eine für euch verständliche Gestalt habe. Eigentlich sind wir Stimmen des Lebens eher Konzepte? Keine wirklichen Lebewesen. Wir sind sozusagen Wächter der Welten, die außerhalb der Welten selber stehen.
Wir Stimmen des Lebens unterstehen nämlich nicht den Weltengeistern unserer Welten. Stattdessen sind wir im Prinzip Überbleibsel. Wir sind die letzten Boten vom Element des ersten Weltenbaumes. Ein Weltenbaum, der schon lange nicht mehr existiert, aber sein Element kontrolliert immer noch alles Leben. Wir sind Boten vom Weltenbaum des Schicksals und wir gehorchen dem Schicksal, nicht den Weltengeistern. Gleichzeitig altern wir nicht. Wir sind im Prinzip unsterblich, außer durch größte Gewalt. Also seid ihr eigentlich gar nicht aus dem Weltenbaum, über den ihr wacht? Aber ist das nicht irgendwie komisch? Gerade wenn es um einen Weltenbaum geht, der heutzutage nicht mehr existiert? Fühlt es sich nicht fremd an? Weißt du durch deine ehemaligen Mitstreiter nicht, wie es ist, für eine Welt zu kämpfen, die nicht ihre eigene ist? Letzten Endes tun sie doch auch nichts anderes. Nun, sie erinnern sich bloß nicht an ihren alten Weltenbaum und es ist für mich nicht sonderlich anders. Wir Stimmen des Lebens sind zwar im Prinzip Erben unseres Weltenbaumes, aber wir sind keine Pokémon in diesem. Stattdessen sind die Welten, in denen wir wachen, unsere Heimaten. Wir leben dort alle unsere eigenen Leben. Ich selber kenne die anderen Stimmen des Lebens nicht. Ich weiß nur, dass es sie gibt, aber euren Reaktionen nach vermute ich, dass auch sie ein derart normales Leben leben, dass niemand überhaupt von ihrer Rolle weiß, da sie sich, anders als ich, nicht als Stimme des Lebens präsentieren. Mir macht es wenig aus, als das gesehen zu werden, das ich bin. Aber am Ende bin ich für all die Mon nur Trikephalo, einer von ihnen, und das ist mir auch wichtig so. Ihr müsst von mir auch nicht denken, als wäre ich mehr als ein Pokémon. Ein Pokémon mit manchen anderen Fähigkeiten. Aber Fähigkeiten habt ihr ja alle auch. Was mich jetzt allerdings noch interessieren würde. Woher wisst ihr denn, was ihr tun sollt? Ein Weltengeist kann zu euch sprechen, aber du sagst ja, denen gehorcht ihr nicht. Und das Schicksal, davon hätte ich jetzt noch nie gehört. Das Schicksal kann niemand hören, außer uns Stimmen des Lebens. Uns und ehemals dem Weltengeist des Schicksals. Es kann nur an Orten zu uns sprechen, an denen wir der Welt nahe sind. Oft sind es Orte in der Nähe eines Kernes des Weltenbaumes. Deswegen leben wir auch in den Wurzelwelten. Und auch dann können wir das Schicksal nur finden, wenn es uns führt. Es ist schwierig zu erklären. Ich könnte euch nicht sagen, wo der Kern Tuldils liegt. Gleichzeitig könnte ich den Weg aber finden, wenn das Schicksal mich ruft. Sobald sein Ruf erlischt allerdings, erlischt auch mein Wissen über den Pfad, welchen ich nehmen soll. Im Prinzip geschieht es, dass ich mich irgendwo befinde und das Schicksal selber beginnt mich zu steuern. Ich erwache am selben Ort später wieder, mit dem Wissen, das mir das Schicksal mitteilt. Also, irgendwie. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich bewusstlos oder könnte nicht selber handeln auf dieser Reise. Es ist alles etwas kompliziert zu vermitteln. Wenn du jetzt aber nicht dem Weltengeist unterstellt bist, was genau würde dann eigentlich passieren, wenn das Schicksal dir sagen würde, dass du dich gegen diesen Weltenbaum stellen müsstest? Tundil könnte schließlich keinen Einspruch einlegen. Würdest du dich dann gegen die Welt stellen, die du gerade als Heimat bezeichnet hast? In Flammes Kopf machte die Frage durchaus Sinn. Trikephalo hingegen wirkte ziemlich aus der Bahn geworfen. Wenn das Schicksal sich gegen diese Welt stellen würde, so etwas ist im Prinzip unvorstellbar. Noch nie, solange es diesen Weltenbaum gibt oder irgendeinen Weltenbaum, der derzeit existiert, kam es vor, dass das Schicksal der Welt entgegenstand. Es ist unmöglich. Das Schicksal verläuft seinen Pfad.
Pfade, die immer den Pokémon das beste Leben schenken. Damit das Schicksal mir befehlen würde, mich gegen diese Welt zu stellen, müsste es als solches umgeschrieben werden. Und das Schicksal umschreiben? Niemals. Es ist die mächtigste Kraft, die es gibt. Aber verstehe ich etwas falsch? Wenn das Schicksal denn so mächtig wäre und es immer das Beste im Leben der Pokémon will, wäre der Krieg dann nicht eigentlich schon längst entschieden? Oder wieso gibt es überhaupt einen Krieg, in dem Pokémon sterben müssen? Kann es wirklich der beste Pfad sein, wenn Unschuldige ihr Leben lassen müssen? Und weshalb würden wir überhaupt reisen? Wenn das Schicksal Omegons Ende wollen würde, dann würde es doch ohnehin geschehen und wenn nicht, dann wäre unsere Reise doch ohnehin umsonst. Nein, so ist es nicht ganz. Das Schicksal führt die Pokémon auf ihren Wegen. Aber es führt sie. Eher ist es so, ihr könnt euch der Reise nicht verweigern. Ihr müsst reisen. Wenn ihr versuchen würdet, es nicht zu tun, ihr könntet es gar nicht. Da diese Reise euer Schicksal ist. Und gleichzeitig entscheidet sich das Schicksal manchmal, den Pokémon auch Verantwortung zu geben und sie selber etwas der Geschichte schreiben zu lassen. Manchmal bestimmt es bloß, dass Interessen aufeinandertreffen. Wer siegt, bestimmt es nicht. Wobei niemand wissen kann, ob dies nun zum Beispiel in diesem Krieg der Fall ist. Ein Krieg, weil irgendetwas dafür sorgt, dass er wichtig ist. Es gibt einen Grund. Und es liegt nicht an Pokémon, das Schicksal zu hinterfragen. Es irrt nicht. Es kann nicht irren. Da, was es sagt, korrekt wird, sobald das Schicksal es sagt. Es ist wirklich gut für euch, dass das Schicksal auf eurer Seite steht.